klein a stelle mit einem gut gewählten Maßstab die Kräfte von Coulomb F21 und F31 grafisch dar, wenn die elektrische Ladung Q1 3 Mikrocoulomb beträgt, die Ladung Q2 minus 4 Mikrocoulomb beträgt und die Ladung Q3 minus 2 Mikrocoulomb beträgt. Klein b stelle im selben Maßstab die resultierende von F21 und F31 dar und berechne ihre Stärke als Funktion von klein d. Wir basieren uns natürlich auf diese angegebene Zeichnung. Schreiben wir zuerst die Angaben auf. Die Ladung Q1 beträgt 3 Mikrocoulomb, also 3 mal 10 hoch minus 6 Coulomb. Die Ladung Q2 beträgt minus 4 Mikrocoulomb, also minus 4 mal 10 hoch minus 6 Coulomb. Die Ladung Q3 beträgt minus 2 Mikrocoulomb, also minus 2 mal 10 hoch minus 6 Coulomb. Da es sich hier um elektrische Kräfte von Coulomb handelt, werden wir selbstverständlich diese Formel von Coulomb einsetzen. Zuerst berechnen wir die Stärke F21 von dieser Kraft F21, mit der die Ladung Q2 die Ladung Q1 anzieht. In dieser Formel ersetzen wir K0 durch 9 mal 10 hoch 9, den Betrag von Q2 durch 4 mal 10 hoch minus 6 und den Betrag von Q1 durch 3 mal 10 hoch minus 6. So erhalten wir diese Rechnung. 9 mal 4 mal 3, das macht 108, und 10 hoch 9 mal 10 hoch minus 6 mal 10 hoch minus 6, das macht 10 hoch minus 3. Jetzt berechnen wir auf dieselbe Weise die Stärke der Kraft F31, mit der diese Ladung Q3 die Ladung Q1 anzieht, wieder durch die Formel von Coulomb. Hier ersetzen wir K0 durch 9 mal 10 hoch 9. Wir ersetzen den Betrag von Q3 durch 2 mal 10 hoch minus 6 und den Betrag von Q1 durch 3 mal 10 hoch minus 6. So erhalten wir diese Rechnung. 9 mal 2 mal 3 mal 4 ergibt 216 und 10 hoch 9 mal 10 hoch minus 6 mal 10 hoch minus 6 ergibt 10 hoch minus 3. Und wir stellen fest, dass dieser Bruch genau das Doppelte von diesem Bruch da ist. Also wissen wir, dass F31 genau das Doppelte von F21 ist. Wir konstruieren jetzt die resultierende dieser zwei Coulombschen Kräfte. Das macht man mit Parallelogramm, das hier ein Rechteck ist. Die resultierende R von diesen zwei Kräften ist somit dargestellt. Jetzt brauchen wir nur noch die Stärke dieser resultierenden zu berechnen. Das machen wir selbstverständlich durch den Satz des Pythagoras in diesem rechtwinkligen Dreieck. Pythagoras besagt, die Hypotenuse R im Quadrat ist gleich zur Summe der Quadrate dieser beiden Katheten F21 und F31. Wir wissen aber, dass F31 das Doppelte von F21 ist, also ist F31 im Quadrat viermal F21 im Quadrat. Hier steht also R Quadrat, das ist einmal F21 Quadrat plus viermal F21 Quadrat, also fünfmal F21 Quadrat.
Jetzt setzen wir dieses Quadrat rechts rüber und finden so, dass r gleich ist zu Quadratwurzel von 5 mal f2,1. Diese Stärke f2,1 können wir durch diesen Bruch ersetzen, ist gemacht, und dieses Produkt ergibt ungefähr 241,5 mal 10 hoch minus 3 geteilt durch d². Die Stärke groß R von dieser resultierenden Kraft beträgt also ungefähr 241,5 mal 10 hoch minus 3 geteilt durch d² Newton.